Yet another unnatural earthquake. Sixth one this month. Stronger, too. I need to investigate this personally. All evidence points to Horvald village. But I'll have to find definite proof. I might need your help eventually. Because if I'm right, we are all in grave danger. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu Clockwork Tales of Glass and Ink. Ja, das neue Spiel aus dem Hause Artifex Mundi, exklusiv auf Xbox One. Ja, und ich bin der Thorsten von Thorshammer Gaming und werde euch das Spiel mal ein bisschen näher präsentieren und mal ein bisschen zeigen. Vielen Dank an die Jungs von, an die Jungs und Mädels von Artifex Mundi aus Polen, die mich mit diesem Spiel hier unterstützt haben. Und ja, wir reden nicht lange rum, sondern drücken einfach mal auf A, um zu beginnen. Ja, weil ist ja schon was ganz Tolles, wenn du hier, Hidden Object Game auf Xbox One hast. Achtung, dieses Spiel nutzt eine automatische Speicherfunktion, schaltet die Xbox nicht aus. So, also Profile akzeptieren, ja, alles klar, neues Spiel. Evangelines Geschichte, ja, weil Inks Geschichte noch nicht freigeschaltet, deswegen müssen wir Evangelines Geschichte spielen und wir spielen auf normal, würde ich behaupten. Das Spiel ist so ein bisschen Steampunk angehaucht, ja, aber ansonsten ist hier alles ganz neu. My name is Evangeline Glass. I'm an intelligent special agent. A few days ago, I received a letter from my mentor, Dr. Ambrose Ink. He asked me to arrive at Hogwart as soon as I could. Ink is like a father to me. He's the only family I have left. I need to find Ink. I think he may be in danger. Okay. I can't see much, but I think I'm in the right place. Ja, so sieht's aus. So, jetzt müssen wir hier den Cursor bewegen und wir werden das Tutorial nicht überspringen, sondern wir werden das Tutorial spielen, weil, wie gesagt, das ist mein erstes Hidden Object Game auf Xbox One und da müssen wir halt mal schauen. Da war was. Ah, mit A kann man interagieren. Womit kann man interagieren? Damit kann man interagieren. Ich glaube, da ist der Doktor, der alte Mann wartet auf mich. Halte A zum Fortfahren gedrückt. Okay. It's so crowded. Is that Ink on the stairs? Neues Ziel, Treffen mit Ink. Öffne die Notizen, um deine Ziele zu sehen. Ink hat mich nach Hochwald bestellt. Ich soll mich im Gasthof Zahnrad mit ihm treffen. Okay. Machen wir das doch. So, da kann man noch interagieren und reden, aber da oben ist Ink und deswegen reden wir mit dem. Evangeline, it's so good to see you. Are you quite certain you were not followed, my dear? Good, good. Let's retire to my room, away from the sight of prying eyes. Okay, also die sind alle neugierig, dann folgen wir Dr. Ink, würde ich sagen. Gerhard Barber, Herrscher mit eiserner Faust. Okay. Das Schloss, Gerhard Barber, das Schloss seiner Familie, steht hier in Hochburg. Okay. Gut, also dann, wie gesagt, Steampunk, ein bisschen Nazi-mäßig angehaucht. Jetzt glaube ich, also Steampunk und Nazis finde ich eigentlich recht lustig. Jawohl, da haben wir schon ein erstes Objekt gefunden, und zwar so eine Art goldene Spinne. Und es gibt auch direkt ein Erfolg, Found First Steambug, First of Many, also die erste von vielen. Gut, also ein Steambug. So, dann gehen wir mal gucken. Mein Zimmer ist dort, folge mir einfach. Erster Dampfkäfer gefunden. Okay. Hinweis nicht. So, jetzt haben wir schon mal
eine Pinzette aufgenommen. Und jetzt können wir unseren Gegenstand benutzen, um den Schlüssel daraus zu holen. So, jetzt haben wir den Schlüssel zu Zimmer 1 schon gefunden. So, das ist schon mal wichtig. Hier fehlt die Türklinke zu Zimmer 2. Da können wir also noch nichts machen. Müssen wir zuerst mal gucken, was wir jetzt mit dem Doktor hier irgendwie weitermachen. Und zwar den Schlüssel zu Zimmer 1 benutzen, um dann Zimmer 1 aufzuschließen. My crow, Matthew, don't you? Well, he and I... Wait, what's this? I have a bad feeling about this. Hier bricht gleich alles zusammen, Leute. Obwohl, nee, eigentlich bricht nur die Wand und das Fenster auf. Und der gute Dr. Ink wurde jetzt entführt, so wie es aussieht. Und wir müssen die mechanische Krähe Matthew retten. So, also Glitzern zeigt ein Wimmelbild an. Hey, komm her, komm her. Gib mir den Bug. Na. Ich will den Bug haben. Gut, also das Glitzern zeigt ein Wimmelbild an. Okay, dann machen wir halt zuerst das Wimmelbild. Findet die unteren aufgeführten Gegenstände. Hier ist er. Ink Steambugs Collection. Sadly, these are damaged beyond repair. Dampfkäfersammlung. Leider sind die schwer beschädigt. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir da die Teile finden. Die gehen nirgendwo hin, ich kann sie liegen lassen. Okay. So, das brauchen wir. Diese Dampfkäfer sind stark beschädigt, ich lasse sie besser liegen. Viele von ihnen sind im Schneesturm geflohen, vielleicht finde ich sie später wieder. So, das Teil brauchen wir. Das Teil brauchen wir, dann geht der Käfer auch zu. Das Teil brauchen wir. Wenn ich auf meiner Reise noch weitere davon finde, sollte ich sie Ink wiedergeben. Ja? Okay, was brauchen wir noch? Das ist schwierig zu sehen momentan auf der Xbox. Ja, wir werden hier doch schon alles finden, was ich brauche. Ambrosius, ja. Also wenn du was falsch aufnehmen willst, vibriert das Ding sehr heftig. So, dann haben wir noch ein Teil gefunden. So, jetzt haben wir, schon mal einen Flügel dieser mechanischen Krähe da gefunden. So, dann haben wir das Teil. Jawohl. Irgendwie sehe ich gerade die Teile hier nicht. Ja, da bräuchte man jetzt noch... Bräuchte man noch irgendwas, was aussieht wie ein Ventil, das hier. Ja, irgendwas, was aussieht wie ein Ventil und sowas Halbrundes. Da ist doch das Ventil, oder? So, jetzt haben wir das auch. Haben wir das auch. Jetzt brauchen wir nur noch so ein halbrundes, kupferfarbenes, gebogenes Teil. Nur wo findet sich das? Wo findet sich dieses kleine, halbrunde, kupferfarbene, gebogene Teil? Ich hab's gefunden. So! Dann haben wir doch den halben Flügel von diesem mechanischen Tier wieder. I can explore the village now. Jawohl, und wieder ein Erfolg freigeschaltet. Wir haben das erste Puzzle geschafft. Du hast etwas Nützliches gefunden, den Krähenflügel. So, jetzt will ich aber diesen verdammten Bug haben. Hiermit. So, Puppenhaus als Zahlung für meinen Aufenthalt reparieren hat er gemacht. Alle Beweise im anderen Zimmer sichern hat er auch gemacht. Koffer packen, sobald Evangeline ankommt, hat er aufgemacht. Versteckten Werkzeugkasten am Tor holen. Das sollten wir uns merken. Den versteckten Werkzeugkasten am Tor holen.
Was für ein Chaos. Okay. So, 20. Dezember. Alle Beweise führen nach Hochwald. Ich muss die Sache persönlich untersuchen. Okay. Keine Ahnung, wo Hochwald liegen soll. Aber klingt auf jeden Fall schön deutsch. Inka die Erdbeben untersucht. Wurde ich deshalb entführt? Ich? Wieso ich? Er. That's Matthew. Oh. So, das ist Matthew. Beziehungsweise das, was noch von ihm übrig ist. Das arme Ding. So. Und wenn ich ihn repariere, kann er mir zeigen, was Ink hier gemacht hat. So, dann müssen wir uns erstmal ausnehmen. So, interagieren. Ich brauche einen gefederten Energiewürfel, um Matthew zum Fliegen zu bringen. So. Wo kriegen wir jetzt diesen gefederten Energiewürfel? Jetzt müssen wir einen gefederten Energiewürfel suchen. So, Karte öffnen. Wähle einen verfügbaren Ort, um schnell dorthin zu reisen. Da gibt es offene Handlungen auf der Hauptstraße. Okay. Was ist denn hier los? Das Dorf war einmal so friedlich. Hier ist da hinten ein Zeppelin. So, wer ist das? Welcome to Hochwald. The safest place in all of Gotland until recently. Ever since the General Engineer returned. Well, see for yourself. Evangeline Glass? It's just as Mr. Ink said. He gave me this for you. Okay. He was taken? Poor man. He was working on our dollhouse as a payment. It is not safe here. Let's talk later, okay? Okay, wir reden dann später nochmal miteinander. Und da haben wir auch den Kopf gefunden von der mechanischen Krähe. Und dann gehen wir halt mal wieder rein. Jetzt ist da niemand mehr. Das Beben hat die Gäste verdreht. Okay, da ist eine Katze. Leere Regale. Hier scheint ein Alkoholverbot verhängt worden zu sein. So, dann gehen wir mal nach oben zum oberen Korridor noch. Und gehen wieder rein ins Zimmer. Und schauen mal, ob wir den Vogel reparieren können. Jawohl! Another tremor. They're getting worse. Der Energiewürfel ist also leer. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt doch so einen vollen Energiewürfel finden. Gucken wir mal im Puppenhaus. Ein Fenster, eine Tür und eine Rosette fehlt. Okay, also die Rosette und das Fenster haben wir ja schon. Eins der Teile fehlt. Gut, dann müssen wir noch die Tür vom Puppenhaus finden. Die Frage ist, wo? Was sich wohl hinter der Tür zu Nummer 2 verbirgt? Ja, das würden wir auch gerne wissen. So, Karte. Karte, offene Handlungen sind unten. Okay. Ja, gehen wir noch dahin. Warte, Karte. Da. Psst, Miss, hier. Behind the bar. Hinter der Theke. Gut. Und dann gehen wir da hin und reden mal dann mit down, der freundlichen Dame. You don't know who might be eavesdropping. So much has changed here since Engineer Barber returned. Airships, masked soldiers, arrests, and let's not forget the earthquakes. War is hanging over our heads, and Barber has some secret weapon up his sleeve. Your friend, Ink, tried to stop him, but was discovered. That's all I know. Mace, I need your help. The soldiers confiscated all my supplies. The gatekeeper took my license. It should be in his boot. Okay, also jetzt müssen wir die Lizenz zum Alkoholausschank wieder zurückbringen, beziehungsweise die Getränke zurückholen.
beziehungsweise die Getränke zurückholen. So, das sind immer noch offene Handlungen, das heißt, hier können wir noch was tun. Today's youth. Diese Steampunks. Ja, diese elenden Steampunks. That barber boy is a rotten apple, if you ask me. Okay, dann er wahrscheinlich, ja. Er ist der Wichtige. That's, oh, sorry. Please excuse my language. I was just stripped of my rank for failing to carry out an inhumane order. General Engineer thinks we are all his clockwork soldiers, as the young lady tried Steamhorse. It is a local drink that kicks like a mule. Sadly, there is no more. I would give up my hand for another glass. Neues Ziel, ein Dampfpferd für den Veteran. Okay. So. Also, wo finden wir jetzt ein Dampfpferd? Bei ihr würde ich behaupten. I hope you find your friend. Ich hoffe, du findest deinen Freund. Ja, das ist schön. So. Also nach oben wird uns nichts mehr bringen. Das heißt, wir gehen mal wieder zurück und gucken mal, ob wir draußen irgendwo was finden. Doch, wir sind mal so frisch, ja, ist klar. Ah, jetzt haben wir schon gehört, da oben. Die Jacke eines Soldaten, aber sie hängt zu weit oben. Haben wir irgendwas im Inventar? Nee, nur diesen leeren Energiewert. Ohne Stiel können wir das Ding nicht gebrauchen. So, da kommt auch jetzt wieder eine ziemlich moderne Gaslampe für ein abgeschiedenes Bergdorf. Okay, so, dann gucken wir mal, wo wir in der nächsten Folge weitermachen. Ich werde das jetzt hier mal beenden, weil das soll reichen für die erste Folge. Und wir gehen aber nochmal aufs Tagebuch. So, dann gucken wir mal. Ein Dampfpferd für den Veteranen. Ein Soldat im Gasthof hat mir im Gegenzug für ein Glas Dampfpferd seinen Helm angeboten. Er ist so betrunken, dass er es wohl tatsächlich tun würde. Hol die Getränke zurück. Soldaten haben die Getränke des Gasthofs beschlagnahmt. Ich muss sie zurückholen. Und Inks Entdeckung. Ink wurde gefangen, bevor er mir von seiner Entdeckung erzählte. Er sagt, Matthew habe alle Antworten. So. Und dann gucken wir einfach mal in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Bei Let's Play. Wie heißt es? Clockwork Tales of Glass and Ink. Ja? Also, Glass sind wir. Ink ist unser Mentor und Professor, der entführt wurde, den wir wieder zurückholen sollen. Und dann mal gucken, was wir gegen diese ganzen Nazi-Steampunks hier so ausrichten können. Ja? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, dann lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Das würde auch die Jungs von Artifex Mundi ziemlich unterstützen. Wenn ihr euch das Spiel holen wollt, wenn es euch gefällt, für Xbox One im Xbox Live Store für 9,99 €, könnt ihr euch das Spiel runterladen. Ist wie gesagt ganz neu, kam Samstag am 23. Januar erst auf den Markt. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Clockwork Tales of Glass and Ink. Ich bin der Thorsten von Thor's Hammer Gaming und ich sag, macht's gut, Leute. Tschüss, bis dann.